Hallo mal wieder bei Bauen und Renovieren. Stellt euch vor, ihr habt eine Mietwohnung gefunden, aber der Boden gefällt euch überhaupt nicht. Ja, und den rausreißen könnt ihr auch nicht. Was also tun? Wir haben eine super raffinierte Idee, wie man den eigenen Boden verlegen kann, ohne den vorhandenen zu beschädigen. Unser junges Paar wollte etwas Markanteres und entschied sich für breite Vinylplanken in Silber-Wenge-Optik. Wow! Die Planken sind nur 3 mm dick und passen so meist auch unter die Tür, sodass diese ebenfalls unbehelligt bleiben kann. Nur baut man sie zur Bodenverlegung zwischenzeitlich einmal aus. Ja, und dann geht es auch schon los. Was hier ausgepackt wird, ist eine Unterlegfolie. Diese 0,3 mm dicke Folie wird bahnenweise am Boden ausgerollt und lose verlegt. Es handelt sich dabei übrigens nicht um eine Trittschallunterlage, sondern um eine magnetische Matte, die zusammen mit den speziellen Vinylplanken eine magnetische Wirkung erzielt. Die sorgt dafür, dass die Planken fest am Boden haften. Die Bahnen werden mit etwas Abstand nebeneinander verlegt und auf Länge abgeschnitten. Ja, und dann geht es ruckzuck weiter. Die ersten Magnetvinylelemente quer zur Folie und mit Versatz auflegen. Dabei immer zur Kontrolle die Fläche mit der Hand überstreichen, um sicher zu sein, dass alles plan- und fugenfrei liegt. Die Planken sind so akkurat geschnitten, dass sie auch zwischen bereits liegenden Bahnen eingefügt werden können. An den Bahnenenden schneidet man das Reststück passgenau mit etwas Sandabstand ein, bricht es ab, dreht es um 180 Grad und verlegt es mit der Schnittkante in Richtung Wand. Geschnitten werden sie mit einem Cuttermesser, wobei zweimaliges Anritzen genügt, um dann die Planke abzubrechen. Ja, und das war's dann auch schon. Der Raum ist nicht wiederzuerkennen, mit einem stylisch dunklen Boden und einer Wand, die übrigens auch mit einer Folie umgestaltet wurde. Und wenn jetzt einmal ein Umzug ansteht, ja, einfach den Magnetboden wieder abnehmen und woanders neu verlegen. Eine wirklich pfiffige Do-it-yourself-Idee, wie wir finden. Also, dann bis zum nächsten Mal.